Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette-Leute-Treff, eurem Ü50-Freizeittreff im Ländle. Es ist mal wieder Sonntag und es wird Zeit für ein Video. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich euch noch allen einen tollen 1. Mai wünschen. Wir haben heute 1. Mai und wenn ich zum Fenster rausschaue, pünktlich, wir haben jetzt genau, lasst mich schauen, 12 Uhr, pünktlich kommt die Sonne raus, denn um 14 Uhr startet ja unser Grillfest. Wie immer am 1. Mai wird ein bisschen gegrillt. Ich habe einen lecker Thunfischsalat mit Kapern gemacht und ich weiß ja auch, viele von euch bringen etwas mit an Salat und Grillgut und ich hoffe, es wird heute Nachmittag ein richtig schönes Grillfest. Start ist um 14 Uhr und es kommen ja auch einige vorbei und das freut mich. Und jetzt geht es aber um die kommende Woche. Wir haben auch diesmal zwei Termine für euch geplant und was wir geplant haben, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. So, wir starten am Freitag und zwar haben wir am Freitag für euch einen kulinarischen Ausflug geplant und zwar in ein Pfannkuchenhaus. Das befindet sich in Böblingen und da waren wir in den letzten Jahren, ich glaube, dreimal zu Besuch. Riesengroße Pfannkuchen, deftig oder auch süß mit tollen Beilagen obendrauf. Und das würden wir gerne mal wieder besuchen. Deshalb am Freitag, wenn ihr mit dabei sein möchtet, meldet euch bitte bis spätestens Dienstagabend 18 Uhr an. Danach werde ich den Tisch reservieren und dann freut es mich, wenn wir gemeinsam am kommenden Freitag nach Böblingen fahren. Übrigens mit dem Nette-Leute-Treffbus natürlich. Ne? Treffpunkt wie immer ist dann Ludwigsburg am Forum. Da könnt ihr zusteigen und dann fahren wir gemeinsam einen kulinarischen anderen Abend erleben, mal was anderes wie Zwiebelroschbraten und das werden wir am Freitag tun. So, dann am Sonntag ist wieder unsere Wanderung geplant und wenn das Wetter jetzt so stabil bleibt, sprich es ist warm, es ist sonnig, würde ich gerne mit euch zum Haslacher Hof wandern. Das ist ein riesengroßer Biergarten, toll im Grünen gelegen und da werden wir dann ein Päuschen machen nach einer tollen Wanderung. Die Wanderung wird in etwa so 10, 12, also eher so 12 Kilometer sein, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht und am Mittelpunkt sind wir dann wie gesagt am Haslacher Hof, großer Biergarten und auch wenn ihr da mit dabei sein möchtet, dann bitte bis spätestens Freitag anmelden. Freitagabend, am Sonntag geht es zum Wandern und wenn ihr euch bis Freitagabend anmeldet, dann reicht mir das. Wie immer entweder über die Nette-Leute-Treff-App, über die Nette-Leute-Treff-Homepage oder direkt bei mir per WhatsApp, wer keinen Zugang für die anderen beiden Möglichkeiten hat. So, das ist das Programm für die kommende Woche. Freut mich schon, wieder einiges auf dem Plan und jetzt gibt es noch einen kleinen Rückblick. Und zwar hatten wir ja am Freitag wieder Stammtisch und diesmal sind wir, also eigentlich sind wir ja zum Italiener gegangen, aber wie ihr seht, die meisten haben einen riesen Zwiebelroschbraten gegessen. Das war in der Schützengilde in Kornwestheim. Wenn ihr wirklich einen tollen Zwiebelroschbraten essen möchtet, also das lohnt sich dann wirklich auch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Da seht ihr es im Bild. Riesengroßer Zwiebelroschbraten mit viel Zwiebeln, viel Soße, Beilage, entweder Spätzle, Bratkartoffeln oder was ihr sonst auch haben möchtet. Es war auf alle Fälle ein wunderschöner Stammtisch. Wir waren insgesamt 13 Personen, 3 Personen hatten sich abgemeldet, ansonsten wären wir noch mehr gewesen, hat mich tierisch gefreut und ich hoffe, das geht auch weiter so. Also wenn ihr noch nie mit dabei wart, wenn ihr Ü50 seid oder Ü40 seid, das passt bei uns auch, dann meldet euch einfach
unverbindlich bei mir. Die Telefonnummer habt ihr schon ein paar Mal gesehen, wird ja immer wieder eingeblendet. Und dann würde es mich freuen, euch auch bei uns begrüßen zu dürfen, bei unseren tollen Aktivitäten, die wir haben. Stammtisch, Ausflüge, Wanderungen und. Wir machen ja so viel Programm. So, das war's. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen 1. Mai, einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Morgen geht's ja bei den meisten von euch wieder los mit Arbeiten. Und ich freue mich auf die kommende Woche. Bis dahin sage ich tschüss, euer nette Leute-Treff. Tschüss, euer André. Wir sehen uns und auf bald.